So, hallo liebe Sportsfreunde und willkommen zu Let's Play FIFA 13 Together. Ich bin's euer Sky Tosny und neben mir sitzt der Max, beziehungsweise Friedrich, wie wir ihn nennen wollen. Und ja, wir dachten, wir machen einfach mal ein kleines Let's Play. Hatten irgendwie Lust drauf, er ist so der Pro in dem Spiel und ich bin so voll der Kacknu. Und ja, wollen wir mal gucken, wir haben jetzt Hertha ausgewählt, ne? Genau. So. Jetzt und müssen wir natürlich erstmal simulieren. Ja, so eine Scheiße. Ach. Und jetzt haben wir erstmal wieder ein paar Mails bekommen. Das Ligaziel. Was müssen wir denn schaffen? Den Aufstieg. Den Aufstieg. Schaffen wir das? Na, das dürften wir schaffen. Genau. Wir spielen ja bloß auf Halbprofi. Ist ja jetzt nicht so krass. Okay, im nationalen Pokal. Runde der letzten 16 erreichen. Ah, das dürften wir auch hinkriegen. Das ist möglich. Ja, auf jeden Fall. Okay, und der Transfermarkt ist offen. Wunderbar, wir haben eh keine Kohle, oder? Das sieht, glaube ich, bei Hertha eh nicht so gut aus. Wir können mal gleich sehen. Mal gucken. Ah, jetzt kriegen wir hier alles erklärt. Weil ich das Spiel da jetzt gerade installiert habe. Also ist sein Spiel und bei mir ist halt noch nicht, weil ich habe kein FIFA 13. Kein Geld dafür gehabt und deswegen, naja. 4 Millionen haben wir auf dem Konto. Oh, 4 Millionen, das sieht ja gut aus. Ja. Na, mal gucken. Ja, mal dieses Kack simulieren. Alter. Das dauert natürlich. Ja, ein bisschen. Na, wir werden mal gucken, wie es so läuft. Mal gucken. Gegen wen spielen wir nicht zuerst? Ich habe keine Ahnung. Das ist doch... Ist das nicht Dresden? Nee, wir gucken mal beim Kalender. Ich kenne diese Mannschaft nicht. Ich auch nicht. Was ist das? Ein etwas. Was ist das? Der Nationaltrainer. Egal, drauf geschissen. Ja. Machen wir einfach mal das Testspiel. Bin gespannt, wer es ist. Es ist keiner aus der zweiten Liga auf jeden Fall, ja, weil so, du gerade so guckst. Ja, genau, ich habe da mal gerade durchgeguckt, aber... Oh, Transferangebot für Thomas Kraft, das lehnen wir mal. Genau, damit wir erstmal die Spieler behalten. Vor allem Kraft brauchen wir auf jeden Fall. Na, ist ja jetzt gut hier. Alter, das dauert ja hier eine halbe Ewigkeit. Das ist ja unglaublich. Mann, dieses Simulieren, Alter. Krieg hier das Kotzen. Ich glaube, nächstes Mal starten wir die Aufnahme nach dem Simulieren. Glaube ich auch. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Naja. Oder wir fangen jetzt nochmal neu an. Nee, da müssen wir jetzt nochmal unterbrechen, das war ja zu anstrengend. Nee, jetzt... Oh, da ist was. Manchester United Hummels bald zu verpflichten. Ach ja. Hummels zu Manchester United. Eine Sensation. Wahnsinn. So, welchen Platz starten wir eigentlich? Auf dem 11. Naja, geht ja. Ey, wie viele Wochen simuliert er jetzt eigentlich hier? Alter. Fast einen ganzen Monat. Wann ist denn das Spiel? Am 30. Juli? Am 30. Ja, jetzt so viele Tage sind es nicht mehr. Oh. Eine Woche noch. Komm schon. Oh, warum der auch immer so lange braucht? Ich verstehe das einfach nicht. Das ist unglaublich. So, da vorne ist das Spiel. Jawohl. Oh. Wir können uns ja schon mal im Voraus bei den Zuschauern entschuldigen, ja, dass weil sie das nun so lange warten mussten auf die Partie. Genau, weil es ist ja natürlich so ein bisschen nervig, das verstehen wir. Spult einfach vor zum Spiel, das könnt ihr natürlich auch machen, ist ja kein Problem. Und dann müsst ihr euch auch nicht so lange unser scheiß Gelaber anhören, das will ja eh keiner hören. Also jetzt kriege ich hier die Info, dass der Gangster-Apoll die 93 offline ist. So. Was ist das denn? Okay, er will Spielzeit haben und er hofft, dass wir rotieren. Na, mal gucken. Auf jeden Fall gehen wir erstmal beide zu Hertha.
Haben wir überhaupt schon mal zusammen gespielt? Nein, Marcel, aber es wird schon. Oh Mann, das wird nichts, das wird nichts. Wir gehen jetzt einfach mal gar nicht zu Teammanagement, sondern wir fangen gleich einfach mal an zu spielen. Genau, wir starten halt einfach mal. Wir testen ja erstmal, deswegen heißt es ja Testspiel. Richtig, richtig. Hoffentlich gewinnen wir das, weil sonst ist das echt peinlich. Ja. Gegen eine Mannschaft, die wir nicht kennen. Varese, noch nie gehört. Oh, und hier ist gleich mal dieses Training. Zum Glück macht das der Max, der Friedrich. Ansonsten bei mir wäre das ja komplett. Naja. Oh, das sieht gut aus. Das macht da souverän. Oh. Okay. Gut. Lassen wir mal. Okay, und auf geht's. Wir freuen uns auf ein schönes Fußballspiel. Auf geht's. Startaufstellung ist mal drauf geschissen. So, ich bin rot. Nein. Nee, ich bin blau. Fällt mir gerade auf. Lol. Da spielen wir erstmal eine ruhige Kugel hinten rum. Schieb den mal gleich weiter, nicht dass ich gleich den Ball verliere. So, der Ball auf Wagner. Es geht nach vorne. Ach, Mann, da war er zu langsam. Ja, na, was ist denn da jetzt los? Können doch nicht gleich hier einen Angriff machen. Oh, gut gerettet. War eine gute Aktion. So, gleich mal raus hier. Pekarik am Ball. Er läuft hier vorne durch. Ja. Pam! Oh, der Pfosten. Und eine Flanke. Und? Ah, da war er nicht dran. Oh. Aber das war schon Großchance in der vierten Minute. Das sieht ja schon mal richtig gut aus. Oh, da bin ich vorbeigegrätscht. Aber ich würde sagen, Verteidigung ist so deine Sache. Oh. Nee, Torwart. Jawohl. Ja. Okay, ich würde mal sagen, der kommt erstmal kurz. So, Mitte, jawohl. Ich pass mal da hin. Gut. Das sieht gut aus. Jawohl, da trickst er. Oh, schade. Ich bin erstmal mit meinem Spieler Außenfeld rausgerannt. Aggressives Pressing. Jawohl. Schön, jawohl, das macht er sehr gut. Und Schuss. Oh, jawohl. Da ist das 1-0. Von Niemeyer. Sehr schön. So muss das laufen. 9. Minute. Jawohl. Auch noch ein schöner Torjubel dazu. Ja. Sehr schön. So muss das sein. Wunderbar. Ja, wir haben auch auf Halbprofi eingestellt. Vielleicht machen wir den Schwierigkeitsgrad noch höher. Wir mussten ja erstmal testen. Genau, wenn es jetzt. Schick mal lang. Ja, ich schicke lang. So, ich gehe mal hier in die Mitte. Jawohl. Pam! Oh! No. Da habe ich doch wohl ein bisschen lange auf Kreis gedrückt. Verzogen wie ein verzogenes Kind. Ja, genau. So, weiter geht's. Den habe ich. Jawohl. Sehr, oh, sehr schön gerettet. Auch mal aus der zweiten Reihe abschließen. Oh, auch so knapp wieder rüber. Aber das läuft. Und den haben wir. Den Optimismus. So, Pam, den habe ich. Ah, die kommen gar nicht mehr in unsere Hälfte, das ist sehr gut. Ah, ich schicke den mal rüber und das war ein Fehlpass. Oh, ein böses Foul. Ach, wofür es wahrscheinlich nachträglich gelb geben wird. Na, wollen wir mal nicht hoffen. Na, wenigstens haben wir noch keine rote. Lol. Man muss dazu sagen, wenn Marcel gegen mich spielt, dann gibt's sofort immer eine rote für mich. Auch wenn der Torwart eine rote kriegt, wofür ich gar nichts kann. Das ist irgendwie Standard. So. Jawohl, sehr schön. Schöner Pass. Und jetzt aufs Tor und... Oh! Ich wollte noch mal passen. Kacke! Was mache ich denn, ey? Oh, wie gesagt, Marcel spielt FIFA nicht so oft. Ja, genau. Ich habe bloß FIFA 12, aber das habe ich auch nicht so oft gespielt. So, und ran da. Bam! Jo, Baum, Junge. Einfach mal den Ball geklaut. Abdruck. Pam! Oh, jawohl! Oh, jawohl. Abgefälscht und rein. Jawohl, Ben Hatira. Jawohl. Oh mein Gott. Er ist durch ihn durchgerutscht. Gucken wir uns das nochmal an. Mit viel Glück und Dusel. Also, wer der Ball ins Tor? Hätte er den nicht abgefälscht, dann
wäre es schwer geworden. Ich glaube, dann wäre er nicht reingegangen. Oh, der hat da gut erobert. Ja, aber ich weiß auch nicht, was ich da mache. Ich denke mal, ich bin rot. Aber ich bin ja blau. Oh. Kein Foul. Ja, ganz das klar. War sauber. Souverän. Oh, ob er den kriegt? Ja, ja. Na. Schade. Schade, schade. Okay. Der erste Einwurf. Gib Einwurf. Und der rennt gleich ins Aus. Sehr schön. So muss das sein. Ein Seitenwechsel mal. Ein Seitenwechsel? Ja, sehr schön. Hier unten steht er. Ja, sehr gut. Schon gesehen. Er läuft in die Mitte. Oh, den hat er. Oh, der war zu hoch drüber. Wer war anders? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen. Egal. Er hat sich gerade auf was anderes konzentriert, auf mich. Vielleicht hat er eine hübsche Frau auf der Tribüne gesehen, man weiß ja, es nicht. Das kann natürlich sein. So, jetzt gehen wir hier wieder ran. Jawohl, hast du gut gemacht. Oh. Das habe ich, da habe ich nicht schnell genug umgeschaltet. Ja, und jetzt. Jetzt schickt er ihn nee, oh, was macht in er denn? Den Hacken. Und Abdruck. Nee, pass. Ah, ich wollte eigentlich zum anderen Spieler passen. Kacke. Ja, wieder gut erobert. Und jetzt Schlenzer, Abdruck. Schlenzer. Oh. Das war ganz knapp. Knapp verzogen. Scheiße. So, 2-0 schon zur 25. Minute. Das ist wunderbar. Oh, da tankt er sich durch. Alagui. Knappe Kiste. Auf jeden Fall sehr knapp, sehr knapp. Ah, jawohl. Zack, vorbei. Ab. Ach ja. Mann. Flanke. Oh, der war ein bisschen kurz, aber den kann er dann gut annehmen und... Oh, schon wieder so knapp. Mann. Oh. Ja, Hertha da deutlich die bessere Mannschaft. Auf jeden Fall, also... Hatten die überhaupt... Die hatten ja noch gar keinen Torschuss. Oh, der ging schön durch die Spieler durch. Oh, schade. Ja, auf jeden Fall, klar die bessere Mannschaft. Oder, da trickst er hier für die Galerie. Ah, schade. Ei, da liegt ein Spieler. Das ist nicht gut. Wagner. Er hat sich gleich verletzt. Sehr ärgerlich. Schauen wir mal, was er hat. Schienbeinbruch. Das wird einige Zeit dauern. Ja. Ach du Scheiße. Natürlich ärgerlich. Bitter für den Spieler, im ersten Testspiel verletzt. Ja. Aber was will man machen? Vor allem auch noch so ein junger Spieler. Ja, die Verletzung war wohl doch zu schwer. Mal gucken, ob der noch... Hatte, glaube ich, auch ein Tor. Nee, hat er? Nee, er hat kein Tor geschossen. Einmal war es Hatira und einmal war es. Alagui? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber hier hole ich mir erstmal den Ball. Sehr gut. Hat dann ein schweinischer Pass. Ja, der war. Genau, der war zu ungenau. Oh, jetzt haben sie einen Angriff. Oh, was ist da los? Abseits. Foul. Foul? Foul vom Torwart. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Ein Strafstoß. Marcel hält den Ball. Auf jeden Fall. Marcel, halt ihn. Ich probier's. Nein. Jawohl. Und ab nach vorne. Jawohl. Erstmal ruhig. Oh, zum Glück ging der an den Pfosten. Nee, natürlich viel Glück gehabt, aber Glück gehört zum Fußballgeschäft dazu. Auf jeden Fall. Ey, da sammelt er den zum Glück. Schöner Pass. Jawohl. Schöner Pass. Schieß. Schieß. Oh. Nee. Außenpfosten. Jetzt haben wir das Pech auch auf unserer Seite. Außenpfosten, ich glaub's nicht. Gucken wir uns immer nochmal an. In der Wiederholung. Ja, schade. Man muss auch sagen,
Es wäre unfair gewesen. Varese verschießt den Elfmeter. Ja, und wir machen dann gleich ein Tor hinterher. Im Gegenzug gleich das Tor. Aber hast du so gut ist Fußball. Einfach mal Abdruck. Mach. Pam. Abgefälscht, oder? Ich weiß nicht, ob der abgefälscht war. Nein. Nee, war er nicht. Scheiße. Schön verzogen, würde ich dazu sagen. 38. Minute. 39. jetzt. Das ist schön. Es wäre natürlich gut, noch ein Tor nachzulegen. Ja, dann können wir den Sack gleich zumachen. Jetzt bedrängen wir uns hier gegenseitig. Na, das war unbedacht. So, ich werde mal versuchen, weit zu machen. Na, mach doch kurz hier vorne. Ich mache jetzt mal weit. Ich mache weit. Okay. Lol, das war jetzt weit oder was? Das war doch nicht weit. Da müssen wir definitiv was machen in der Oberkörperkraft. Ah, eine Vorlage ärgerlich. Vom eigenen Spieler. Ärgerlich. Ein bisschen halten. Sehr gute Grätsche. Oh, wunderbar, wunderbar. Ah, egal. Schaffen sie eh nicht. Ich gehe mal hier auch so ein bisschen weiter rein. So. Jawohl, und jetzt rostet Ding, jawohl. Und jetzt geht's gleich wieder in den Angriff. Ja, jawohl. Und da ist er durch. Was macht er? Was macht er? Und er verkackt ihn. Zu überheblich, zu überheblich. Nächstes Mal einfach einschieben. Was hat er da bitte gemacht? Ja, die kommen nicht durch, die kommen nicht durch. Aber es ist noch Zeit für einen Angriff. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, da kommt er durch. Ach, verdammt. Ah, da war's. Hat er nicht schnell genug reagiert. Na, kommt da. Ja. Den hast du gut erobert. Die Situation wurde geklärt. Alagui am Ball. Was wird er ihn machen? Wird er ihn machen? Oh, oh, schade. Oh, schade, 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 schade. Wird's vorbei sein? Ja. Genau. Erste Halbzeit. Man muss abklatschen. Ja. Zum ersten Mal zusammengespielt. Dafür sah es nicht so schlecht aus. Ja. Gleich 2-0 Führung. Das ist unglaublich. Wunderbar. Nochmal ein paar Situationen gerade gesehen. Ja, so. Ups, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie es bei den anderen steht. Egal. Und der Unparteiische pfeift die zweite. Gleich eine Balleroberung. Wichtig für die Moral. Lol. Gleich den Ball verloren. Wichtig für die Moral. Zurückerobert. Jawohl. Ah, gleich mal nach innen gepasst. Und jetzt geht er hier durch. Er geht Traumpass. Durch. Traumpass. Oh. No. Ja, nein, ja. Oh. Oh. Uff. Schade, schade, man schade. Muss aber sagen, der Pass war schon Zucker. Ja, der war richtig Zucker. Ich hasse dieses Wort. Oh, da ist er vorbeigegrätscht. Schade, schade, schade. Oh, in Unterzahl jetzt hinten. In der Mitte steht einer frei. Ich renne. Ich wollte gerade in die Mitte rennen. Ich mache hier hinten mal alles dicht. Achso, du hast ja den Ball. Gut. Soll ich mal, Ei, und gleich ein Fehler. Oh. Nein, oh, der Bass geht durch. Was war denn da los? Schick Pam, mich lang. Ab nach vorne. Sehr gut. Alagui. Ich gehe auf die andere Seite. Ah, nee, mach alleine. Lupfer. Ja, da ist er. Jawohl, da ist er. Das nächste Tor. 51. Minute von Alagui. Gleich mal eine Trophäe freigeschaltet. Dreist. Freigeschalten, Entschuldigung. Freigeschaltet. Sehr schön. Traumhaft, traumhaft. Nee, das packen sie nicht mehr. Ich glaube, wir schalten dann doch auf Profi um, oder? Denke ich mal, Spiel. Ja. Also, weil also eine Niederlage wäre mal nicht so schlimm. Aber das wird ja auch dann für die Zuschauer langweilig. Aber obwohl, ich glaube, wir machen das nächste Spiel, das nächste Spiel nochmal auf halb Profi, weil ich weiß ja nicht, wie gut die Mannschaft ist. Es kann ja sein, dass das jetzt voll die Loop-Mannschaft hier ist. Und wir denken jetzt, wir sind Kings und dann verkacken wir. Boah, schade. Da war ein bisschen zu egoistisch. Ach, sehr gute Grätsche. Ah, sehr schön. Ah, ist er gut rübergesprungen. Zack, über die Spieler rübergeschlenzt. Traumhaft. Ah! Ah, Scheiße, den hat er nicht bekommen.
Aber guter Spielzug. Auf jeden Fall. Gut einstudiert. Ja, das haben wir jahrelang geübt. Und auch gerade eben noch mal eine Stunde vorher, dass wir den auf jeden Fall hinkriegen. So, genau, schön in die Mitte. Also man muss wirklich sagen, Marcel und ich haben noch nie zusammen in einer Mannschaft gespielt. Wir haben zwar immer gegeneinander gespielt. Da sah es für mich immer äußerst schlecht aus, muss ich sagen. Aber halt noch nie miteinander. Und ja. Dafür läuft es eigentlich, muss ich ja, sagen. Ja, muss man sagen. Also ich laufe manchmal hier sinnlos in der Gegend rum, wie gerade eben. Aber ansonsten. Ah, jetzt kriege ich ihn wieder. Gehen wir mal hier vorbei. Ja, das kann man bei Halbprofi natürlich machen. Einfach mal am Gegner vorbeilaufen. Ja. Dann beim Profi dürfte das dann... Oh. Ich laufe da erstmals aus. Ein bisschen schwerer werden. Ah, habe ich gut erobert. Ah, war sehr schöner Seitenwechsel. Oh, ho, 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 ho. Da wird er ja so ein bisschen hochnäsig, ne? Flanke! Pam! Oh! Den muss er machen. Oh, den hätte er machen müssen. Oh, jetzt wechseln die Gegner. Das ist aber keine Europäer. Duamadi. Kommt wahrscheinlich aus Osteuropa, wie ich das so einschätze. Lol. Böses Foul, dafür wird die Karte gehen. Gelb, ne? Ja. Na gut. Per Kluge. Egal, gelb kann man schon mal verschmerzen. Mit vollem Recht. So. Na. Oh. Da ist er. Alagui. Da ist er. Alagui geht alleine aufs Tor. Ich pass nochmal. Da ist der Pass. Und. Na. Oh. Und Alagui macht doch das Tor. Da hätte ich noch fast rausgeschossen. Das war übrigens ein Lupfer. Ja. Da hätte ich noch fast rausschießen wollen. Das war. Oh, das. Oh. Was war das für ein Tor? Ja, so eine Tore müssen gemacht werden. Also der Lupfer war sehr gut, aber was ich da gemacht habe, ich kann es euch nicht sagen. Ah, den hat er gut erobert. Ein Ballverlust dieser Art. Oh. Alagui geht hinterher. Ah, komm mal, Alagui. Wander. Jawohl. Und gleich nochmal den Pass. Pass. Halten. Oh, der war... Oh. Abseits von... Ey, der war... Naja, meiner, der war da ein bisschen zu weit vorne, aber es war eine gute Idee. Es war eine gute Idee. Ja, Herr Kluge. Einfach mal abdrücken. Abdrucken? Pam, abgedruckt. Abgedruckt. Da haben wir ihn abgedruckt, aber irgendwie wollte der Ball nicht so ins Tor. Das müssen wir tatsächlich so betonen, denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Was? Ja, manchmal ging sieht alles es ein zusammen. Bisschen aus wie eine F-Jugendmannschaft, alle auf einem Haufen, aber... Pam, Abdruck. Ah, jetzt ist das verzweifelte Schießen hier. Das kann man ja keinem anbieten. Die erste Ecke. Die erste Ecke. Oh, unglaublich. Und den... Ah, oh, ja, schade. Na, dafür hätte der Keeper auch mal rot kriegen können. Unser Kraft hat gerade mal eine Parade. Leider hat er auch bloß einen Torschuss. Haben die, glaube ich, bloß geschafft. Ah. Jetzt sieht es ein bisschen nach Gebolze aus hier. Ah, der war aber gut. Ach. Und der kriegt den Ball nochmal? Jawohl. Na, schade. Ach. Egal, weiter geht's. Ah, mache ich meine Flanke. Ja, die nicht wird, doch. Oh. Schade. Schöne Flanke. Aber dann leider doch nichts geworden. Zack, in die Mitte. Und der kommt genau an. Ah, die war zu weit. Da Pam! Ist er. Volle da Kanne, ist er. Volle Kanne ins Netz geballert. Also so viel Druck, wie jetzt nun gemacht wurde. Da musste das Tor jetzt mal fallen. Aber der war ja volle Kanne reingeballert ins Netz, ey.
Sehr schönes Tor. Alter. Ah, jetzt steht es 5-0. Naja. Das Spiel ist durch. Ja, das Spiel ist auf jeden Fall durch. Die werden, denke ich mal, nicht mal ein Tor schießen. Vielleicht machen wir noch eins. Ah, schade. Oh, der hat er gut gemacht. Den nicht. Ah, schade. Ah, Randa. Ja, aber sehr gutes Pressing, was die Mannschaft hier ausübt. Auf jeden Fall. Oh, so eine gehobene Sprache. Ein Rückpass. Ja, so warte. Da war er zu langsam. Das ist auch die Kraft, die natürlich da zugrunde geht. 83. Minute. Also. So, jetzt mal wieder ab nach vorne. Hoch und weit bringt Sicherheit. Ah, der war kurz und hoch. Dazu fällt mir gerade kein Reim ein. So, genau, da haben wir ihn wieder. Ja. Ja, den hat er. Sehr schneller Spieler. Ja, auf jeden Fall, den müssen wir uns merken. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, welcher Name das war. Können wir uns ja in der Aufnahme nochmal angucken. Oh, schade. 87. Minute. Ja, ja. Marcel, was ist dein Fazit von diesem Spiel? Also, das Fazit, es war ein sehr kontrolliertes Spiel. Wir hatten viele gute Chancen und haben die meisten auch davon verwertet. Und ja, deswegen steht es 5-0, ne? Genau. Und die Gegner haben wir nicht ans Tor gelassen. So muss das sein. Vielleicht das erste Spiel mal einen guten Eindruck gemacht. Ja. Auf Halbprofi war jetzt nicht so die Herausforderung, aber ich denke mal in den nächsten Aufnahmen. In der nächsten Aufnahme, beziehungsweise nächstes Spiel, machen wir dann auf Profi. Lol. Den hat er noch gut gerettet, das war. Oh, faul! Okay. Hä? Will der Schiedsrichter nicht sehen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe das ja auch nicht. Das war unglaublich. Ich laufe schon wieder unbemüllt in der Gegend rum. Aber jetzt hier, oh, gleich bei. Da reden kann man auch nicht mehr. Nein, nicht rauskommen, Torwart. Bleib drin. Nein! Oh, und schon wieder ein Elfmeter. Was ist da denn los? Was ist da los? Wer war es diesmal? Kacke. Boah, das gibt's ja nicht. Jetzt kassieren wir. Nee, rot! Rot! Diesmal kassiert unser Torwart rot. Kein Spiel, wirklich kein Spiel, wo du keine rote Karte bekommst. Ey. Boah, das gibt's doch nicht. Mann, das war doch gar nichts. Ey, jetzt können wir noch den Torwart auswechseln. Ja. Wir führen 5-0. Lass mal jemand anders reinmachen. Wir stellen einfach mal Lustenberger rein, ins Tor. Jo. Du hast ihn jetzt noch nicht ausgewechselt. Nein, wir nehmen natürlich einen Stürmer raus. Und dann tauschen wir die einfach. Dann steht Lustenberger am Tor. Ach so, ja, genau. Sehr gut. So. Gönnen wir uns mal den Spaß. Okay, diesmal bin ich im Tor. Ach ja, genau, diesmal ist Max im Tor. Und? Kaum steht Max im Tor, geht der Ball rein. Nee, ach Quatsch, da konnte er nichts machen. War gut geschossen, auf jeden Fall. Man muss sich ja für eine Ecke entscheiden. Richtig. Leider für die falsche. Naja, passiert. Mein Gott, 5-1. Ja, den hat er auf jeden Fall gut bekommen. Ja. Ja, da ist es noch. Ja. Ja. Ärgerlich natürlich in der 90. Minute. Egal. Traumhaftes Spiel. Alagui, der beste Spieler vom ganzen Spiel. 9,7. Ja, hat drei Tore hat er geschossen. Sehr gut. So, das war das Spiel und das war auch die erste Aufnahme. Ne? Genau. Und wir sehen uns dann entweder gleich oder in der nächsten Folge.